Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem ersten CSGO-Skin-Giveaway. Es sollen also 13 Waffen an euch gehen. Das Ganze wird wie folgt ablaufen. Ihr schreibt einfach hier unter diesem Video, ich mach mit. Danach noch euer weiterer Kommentar, wenn ihr einen schreiben wollt. Aber Bedingung ist, ich mache mit, hier unter das Video schreiben. Ihr müsst kein Abonnent sein oder irgendwas, sondern ihr könnt einfach eben mitmachen, euer Glück herausfordern. Gut, fangen wir an. Eine Galil Stone Cold habe ich hier für euch. Die ist blau. Dann die Farmers, Sergeant. Ja, auch ganz, ganz schick. Ich glaube, die ist sogar noch ganz gut in Schuss. Auch fehltestet. Doch nicht. Naja, also mittelprächtig, sag ich mal. Dann haben wir hier eine Stat-Track-Waffe. Die UMP-45 Labyrinth. Factory New. Was will man mehr, oder? Hier haben wir die Mag 7 Heat. Das ist eine sehr schicke Waffe. Na, kann man nicht sagen. Hier, well-worn. Naja, gut. Hier haben wir die Stat-Track Glock 18 Bunsen Burner. Mit diesen wunderschönen Flammen. Hier ist meinem letzten Opening die Galil AR Rocket Pop. Ja, well worn. Das ist trotzdem ein schickes Teil. Ihr wollt das alle haben, ich weiß. Kommen wir nun zur USP Torque. Ein schönes Teil. Da hat auch schon jemand geschrieben, dass er sie gerne hätte. Ich hoffe, du bekommst sie. Oh, die habe ich in Factory New. Die gebe ich euch natürlich in Factory New. Die habe ich doppelt. Hier haben wir die Pharma Survivor Z. Die wurde auch gewünscht. Ich finde die jetzt nicht so prickelnd, aber es gibt Leute, die sie anscheinend prickelnd finden. Hier ist übrigens Minimal Wear. Ich schmeiße gerade meinen Stift rum. So. Dann haben wir hier nochmal eine Mag 7. Eine Metallic DDPAT. Die sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Weiter geht's mit der Glock 18 Catacombs. Mit den geilen Totenköpfen drauf. Wurde auch gefragt. Ist drin. Ha. Ist im Minimal Wear hier. Erhältlich. Weiter geht's mit den Dual Berettas Moon in Libra. Was kann man dazu sagen? Na? Damit wir auch noch eine Pump mit dabei haben, habe ich hier noch eine Nova Ghost Camo mit reingeschniedelt. Ist auch nicht viel dazu zu sagen. Field tested. Und zu guter Letzt noch eine Deagle, damit wir auch eine Deagle hier drin haben. Desert Eagle Bronze Deko ist unsere 13. Waffe. Also das sind schon mal 13 Skins, die ich an euch vermache. Ich habe kurz überlegt, ob ich halt generell einfach alle Skins, die ich nicht brauche, einfach alle raushauen soll. Also das sind jetzt schon viele blaue dabei. Das ist ja hauptsächlich nur blaue. Das waren jetzt, ich glaube, nur 3 Lilane oder sowas. Ich muss halt einfach noch mehr Openings machen, damit ich noch mehr Kram für euch da habe. Ich hoffe, ihr seid erstmal damit zufrieden. Ich meine, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, oder wie heißt der Spruch, nicht wahr? Achso ja, ich brauche noch eine Endzeit für diese Geschichte. Wann lose ich denn das aus? Am 1. Januar ist es rum, dann werde ich die Auslosung beginnen, wahrscheinlich am 2. oder 3. dann die Gewinner bekannt geben. Wenn das Video davor schon 1000 Klicks erreicht und ich die Zeit habe, werde ich einfach dann das davor schon machen. Wenn dann natürlich direkt gerade Weihnachten ist oder Silvester oder irgendwas, dann ist es eher schlecht. Aber ja, wisst wie der Hase läuft. Ja, soweit so gut. Ich bin echt gespannt, wie viele mitmachen und ich freue mich auf eure ich mache mit Meldungen. Vielen Dank. Geht zurück ins Studio. Ciao.